So, herzlich willkommen zum heutigen Country Championship Match zwischen Deutschland und Ungarn. Mein Name ist, wie in den letzten Wochen auch, Suke. Ich werde euch heute durch das Match begleiten. Und an meiner Seite darf ich heute einen neuen Co-Caster begrüßen, einen alten Kollegen und Freund von mir, den Onyo. Hi, Onyo. Hallo, Onyo. Okay, wie scheint, ist er gerade AFK. Dann wird er gleich Hallo. wiederkommen. Ah, da ist er. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht geschrieben hatte. Kein Problem. Ja, wir werden heute das Match zwischen Deutschland und Ungarn casten. Und ja, so wie es aussieht, wird das heute ein weitaus spannenderes Match als letzte Woche, wo Deutschland gegen Russland ran musste. Was denkst du denn, wie das Match heute ausgehen wird? Okay, ich habe also. Soweit ich weiß, ist das jetzt auch das erste Match, das auf den neuen Maps gefahren wird, beziehungsweise auf der neuen Tech-Map, zumindest. Also ich glaube, auf der Tech-Map wird es. Ja, ich weiß nicht, also ich habe mir die Leute von Deutschland nicht angeguckt, aber ich weiß von Royal, dass er gut fährt. Ich weiß von Petit, denn dass er normalerweise ganz gut fährt. Bin noch eigentlich im Spec, also was willst du? Ich weiß von PT, dass er ganz gut fährt, nur von den Deutschen weiß ich momentan, habe ich noch nicht so viel gesehen. Habe ich auch nicht so verfolgt. Ich glaube, auf Tech wird es schwer. Ganz einfach wegen Royal und wegen PT. Ich weiß gar nicht, ob PT fährt. Der steht dann ja nur als Sub drin, aber wenn er fährt, wird es halt schwer. Auf Dirt habe ich auch keine Ahnung. Aber ich glaube, ich tue mich damit allen zusammen, wenn ich sage, dass Speed eine klare Sache sein sollte und dass da einfach nicht allzu viel abgegeben werden darf, wenn das Match hier gegen Ungarn gewonnen werden will. Wenn Deutschland das Match gewinnen möchte, dann müssen die auf jeden Fall in Speed die Punkte holen. Ein klarer Sieg muss her dann. Das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Und wir werden gleich dann mal auf die Regeln und weiteres eingehen, wie das hier läuft. Denn es ist so, die Punkte auf allen Maps, die erreicht wurden, werden hinterher zusammengezählt und addiert. Das heißt, die gewonnenen Runden werden dann, wie gesagt, addiert. Und welches Team dann halt 15 Runden erreicht, es hat dann halt auch automatisch gewonnen. Also es geht auf jeden Fall nicht nach Maps. Das wäre vielleicht schon mal eine wichtige Sache zu erwähnen. Und ja, wir können gleich mal auf das Lineup eingehen, sobald hier feststeht, welche Map zuerst gefahren wird. Warum kann man das nicht mehr gewinnen, wenn man 15 Punkte gegen sich hat? Oder nee, nee, dann habe ich mich falsch auch. Nee, es ist einfach so, dass in jedem Match es bis 7 Punkte geht. Und dann kommen halt diese Ergebnisse 7-1, 7-2, bla bla, kommt alles zustande. Und dann wird das halt zusammengerechnet. Es gibt da nicht, ich weiß, es gibt bestimmt irgendwie so eine Punktzahl, die, wenn man die hat, dass der Gegner einen einfach nicht kriegen kann. Aber die liegt nicht bei 15. Aber, ja, ich denke, das wird sich hier alles ein bisschen entscheiden durch die Performance auf Tech und Dirt. Ich habe in den Comments gelesen, dass geschrieben wurde, dass im Pre-Match-Statement von Deutschland stand drin, dass man nicht zu viele Punkte abgeben darf im Dirt-Bereich. Also da sieht man schon, es ja, geht Deutschland mit breiter Brust ins Dirt-Match. Also so, dass Dirt wohl nicht allzu gut aussieht. Aber ja, schauen wir es uns mal an. Kann ja alles passieren. Genau, also wir können auf jeden Fall sagen, dass Ungarn wahrscheinlich sehr stark auf der Tech-Map sein wird und Deutschland da die größte Konkurrenz geben wird. Und Das wird auf jeden Fall das spannendste Untermatch, denke ich mal. Also ich genau. denke, Deutschland wird das Dirt-Match verlieren, das Speed-Match Speedmatch gewinnen. gewinnen. Und dann kommt es auf den Punktestand von den beiden Untermatches an und dann am Ende halt noch, wer dieses Tech-Match hier gut abgeliefert hat am Anfang. Weil es wird so laufen, es wird zuerst Tech gefahren, dann wird Dirt gefahren und danach wird sich halt schon entscheiden, ob Deutschland mit einem klaren Sieg im Speed-Match das Ding noch holen kann. Wenn aber Ungarn jetzt nach den ersten beiden Matches mit gibt's Unentschieden? Kurz als Frage. Nein, gibt's Gibt's nicht. nicht. Was wird dann gemacht, wenn es Unentschieden gibt? Also wenn gleiche Punktzahl? Das entweder gibt es dann Tennis-Modus, also entweder wird so gespielt, dass auf jeder Map
wenn es halt 6-6 steht oder halt. Nein, ich meine nicht in den Untermatches, ich meine overall gibt es ein Unentschieden. Ja, es wird halt dann so ausgespielt auf den Untermatches, dass halt immer mindestens 2 Punkte Vorsprung ist. Ja. So dass halt overall kein Unentschieden rauskommen kann. Zumindest dann auf der letzten Map, würde ich mal annehmen. Zumindest. Ja, das geht schon. Also es ist halt so, stell dir vor, wir machen jetzt hier ein, für Ungarn, weiß ich nicht, irgendwie ein 7-4, 7-4. Dann steht es insgesamt 14-8 für Ungarn und Deutschland gewinnt das letzte Match mit 7-1. Dann steht es insgesamt 15-15. Und das ist halt mein Punkt. Gibt es dann einen Unentschieden oder was wird dann gemacht? Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, weil das bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Alles klar. Das du nicht vor? Das ist. Ich habe es zumindest krass noch nicht mitbekommen. Also keines der deutschen Matches ist bis jetzt unentschieden ausgegangen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, also es sieht halt so aus, dass Deutschland halt wenig Hoffnung im Dirt-Match hat. Müssen halt viele Punkte machen da, damit sie den Anschluss nicht verlieren, weil es sieht halt einfach so aus, dass zuerst Tech gespielt wird, danach Dirt und dann Speed. Also das Stärkste von Deutschland wird zum Schluss gespielt. Das bedeutet, Deutschland muss jetzt im Tech-Match und im Dirt-Match viele Punkte wie möglich machen. Wenn Deutschland nach diesem Match schon 8 Punkte Rückstand hat, hat Deutschland in dem Sinne schon verloren. Dann bräuchte man das Speed-Match gar nicht mehr fahren, aber ich glaube, von der ESL-Haus sind die Regeln so, dass man das noch fahren muss. Aber man kann es halt nicht holen, rechnerisch. Wenn halt 7 Punkte Unterschied sind, dann kann Deutschland mit einem 7-0 halt einen Unentschieden machen. Ich denke jetzt einfach mal, dass ein Unentschieden möglich ist, dass beide Teams einfach einen Punkt bekommen. Ja, und wenn es weniger als 6 Punkte sind, dann kann Deutschland mit einer starken Leistung auf der Speedmap, ich gehe einfach davon aus, dass Deutschland die Speedmap gewinnen wird, weil es einfach so starke Fahrer sind in Deutschland mit dem Speed, das kann einfach nicht verloren gehen eigentlich, meiner Meinung nach. Ja. Und dann muss Deutschland wirklich im letzten Match, ich gehe davon aus, dass Deutschland mit dem Speedmatch die Aufholjagd starten muss, also dass Deutschland nach den ersten beiden Submatch wirklich erstmal hinten liegen wird nach den Punkten. Okay, alles klar. Wie wir gerade erfahren haben, sind wir schon live. Also ich kann aus irgendeinem Grund den Ingame-Chat auf dem Server nicht sehen. Deswegen haben wir das jetzt hier leider an der Stelle. Ich sehe irgendwie nur 7 blaue Spieler und einen roten. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass es schon live ist. Alles klar, entschuldigung. Also es ist anscheinend schon live, wie der Pratt uns jetzt mitgeteilt hat. Dann wollen wir auch direkt mal kurz noch auf das Lineup eingehen. Also wie gesagt, Royal hier, der stärkste Ungarn hier, fährt natürlich beim Team Acer, sollte allen bekannt sein. Bali, auch ein ziemlich passabler Fahrer, nicht in einem Top-Team vertreten, aber auch ziemlich solide. Kjolbi und Kohli kenne ich jetzt selber nicht, aber. Royal übrigens gerade angeeckt, was sehr wichtig in der Runde ist für Deutschland. Steht schon 2-1 für Deutschland und Deutschland ist gut vorne dabei. Holen auch die vierte Runde. 3-1 für Deutschland. Genau. Um nochmal kurz auf das deutsche Lineup einzugehen: Renew vom Team Elite, Massa von Dignitas, Chillerside und Fakey sollten eigentlich alle relativ bekannt sein. Deutschland hier mit einem relativ guten Lineup auf der Tech-Map, würde ich jetzt mal sagen. Und liegen jetzt auch 3-1 vorne. Wir gehen jetzt in die fünfte Map, in die fünfte Runde. Und schauen mal. Man sieht halt, dass es am Anfang sehr, sehr knapp ist. Der Start ist auch ziemlich einfach. Hier ein kleiner Drift, einfach nur ganz kurz auf die Bremse tippen, während man schon mit Drehung reingesprungen ist. Die Kurve finde ich hier ein bisschen komisch, weil da muss man ganz komisch in die Kurve reinfahren, darf nicht voll reingehen. Wer ist da weggeflogen? Ich habe zwei Leute gesehen, die da. Bali ist schon angeeckt. Chillerside und Bali sind jetzt schon abgeflogen. Ja. Chillerside aber nicht so stark wie Bali. Also Bali ist komplett aus dem Rennen. Er wird nur einen Punkt bekommen, falls da vorne nichts Großartiges mehr passiert. Royal und Kjolbi sind für Ungarn vorne noch vertreten. Die müssen jetzt von Renew und von Massa abgefangen werden, aber ich denke mal, Kjolbi sollte. Massa hat sich da glaube ich ein bisschen verschätzt. Der hat eine schlechte Linie gehabt. Fakey kommt aber sofort danach, also mit drei Mann da vorne vertreten. Massa jetzt hier mit Overspeed. Letzte Kurve. Zwei Hundertstelsekunden hier noch. Das war wichtig, glaube ich. Nee, es wäre gar nicht so wichtig gewesen. Okay, alles klar. Ist auf jeden Fall wieder die deutsche Runde. Ja, alles klar. Sah vielleicht jetzt. Wenn Kjolbi vorne gewesen wäre, hätte Deutschland die Runde geholt. Also starke Performance bis jetzt von Deutschland gegen Ungarn. 4-1. Das erinnert mich ein bisschen an 54, ne? Ja, mal gucken, ob sie das jetzt hier noch über die Map tragen können. Massa mit einem guten Start hier. Royal hier, glaube ich, schon angeeckt. Das ist sehr schön. Royal hier ziemlich stark angeeckt. Ganz langsam. Kommt hier auch nicht in den Slide. Jetzt ist jetzt ganz weit abgeschlagen. Wir wollen mal weiter nach vorne gucken.
Das ist ein sehr, sehr enges Fahrerfeld da vorne. Alle innerhalb von 20 Hundertstel. Das ist sehr stark, was die Leute da vorne machen. Schiller seid im Moment hier auf mit einer schlechteren Kurve. Aber alle Deutschen vorne mit dabei. Bali hat jetzt den richtig krassen Overspeed rausgeholt. Aber vier Deutsche hier direkt dahinter. Also wenn das so bleibt, wird das hier die deutsche Runde. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Massa mit einer engeren Linie. Bali aber immer noch vorne auf Platz 1. Mal gucken, was jetzt hier Deutschland noch reißen kann. Oh, Chillerside eckt an. Kommt hier in den Noslide. Aber Massa und Fakey vorne auf Position 1 und 2. Oh, Chillerside, was macht der denn? Das ist ein schöner Landebug. Schönes Ding. Aber ist egal. Ich muss auch gerade irgendwie sagen, also das Match an sich ist jetzt keins der besten. Wir haben noch keine einzige 1x, glaube ich, gesehen. Wir haben noch keine einzige 0x, also nichts Besseres als 1x gesehen. Also beide Seiten zeigen hier nicht das beste Match, muss ich sagen. Aber es reicht einfach für Deutschland, weil Ungarn gerade viele Fehler macht. Das scheint sehr danach. Genau, die beste Zeit bis jetzt ist von Massa mit einer 56,12. Die beste Zeit auf Seiten der Ungarn ist von Royal mit einer 56,21. Meine Güte. Was jetzt nicht so gut ist, nee, wirklich weil die nicht. Match, weil die Map auch nicht relativ, also nicht so wirklich schwer ist. Schwer ist sie wirklich nicht. Also hier gibt es vielleicht einen kleinen Fehlerpunkt, wo, weil alle über den inneren Randstein fahren und der einen sehr schön mal aushebeln kann. Aber kommen alle richtig gut durch, das ist wieder ein richtig schön enges Match, nur Kohli ist abgeschlagen. Chillerside und Massa sind sehr, sehr gut vorne unterwegs. Renew gerade eine richtig Kurve, gute Kurve gehabt und Royal zusammen. Chillerside, jetzt kommt es auf Ende an. Das ist sehr, sehr schwer, aber kommen hier alle drei deutschen Fahrer richtig gut durch. Fakey ist auch noch dabei. Royal und Bali sind noch dabei, aber das macht nichts. Deutschland holt hier das 6:1. Das ist so eine starke Scheiße, was die hier machen. Aber Royal hier noch mit einem ziemlich starken Ende. Hatte da den höchsten Speed von allen und konnte Massa da noch kassieren mit einem Hundertstel. Aber es soll uns egal sein, denn Deutschland holt auch diese Runde. Ein 6:1, das sieht sehr, sehr stark aus. Was hat Ungarn denn dann gegen Italien gemacht? Was war denn da los? Das ist eine gute Frage. Aber wir gehen in die 8. Runde. Und Deutschland hat jetzt hier schon... Genau, es könnte hier schon das Ende sein. Deutschland hat jetzt hier ziemlich viele Match- oder Map-Bälle, wenn man das so sagen darf. Bälle. Deutschland scheint hier auch sowieso sehr viele Bälle zu haben, weil das einfach ziemlich gut aussieht. Da wird nicht so viel gefällt einfach. Starke Sache. Auf jeden Fall. Alle hier vorne, Royal und Bali, können da noch mithalten und Kjolby auch ein bisschen hat, aber jetzt eine sehr weite Linie gehabt. Bali auch viel zu weit gewesen und deswegen außen angeeckt, kann er nichts mehr machen. Das sieht richtig stark aus von Deutschland. Kjolby und Kohli sind da auf Platz 6 und 7 in der Verfolgerposition auf hinter den deutschen Spielern. Royal vorne, aber das interessiert die deutschen Spieler einen Scheißdreck. Denn im Moment sieht es danach aus, als wenn Deutschland, da ist noch einer von Deutschland gefehlt, aber es Chiller's sieht danach aus, dass Deutschland diese Map gewinnt. Und das genau, Chillers Zeit ist hier nochmal leicht abgehoben, hat den Speed verloren, musste nochmal Kjolby passieren lassen. Aber Deutschland hier wieder mit der soliden Runde. Und das ist auch schon das 7:1 für Deutschland auf der Tech-Map. Also das sehr stark, hätte ich nicht erwartet. War schon unerwartet, dass Deutschland hier eine derart starke Performance abliefert. Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung für die Third-Map, die jetzt das eventuell gibt kommen ein könnte. Für das, weil wir ja wissen, dass es auf dem Papier, auf Dirt, eine eindeutige Sache sein sollte. Auf jeden Fall. Das sieht doch schon sehr stark für Deutschland aus. Ich muss zugeben, ich habe mir die Dirt-Map null angeguckt. Wurde auch erst heute gefragt, ob ich das casten möchte. Aber ich werde jetzt versuchen, ein bisschen da drauf einzugehen. Oder du sagst mir ein bisschen, worauf es hier ankommt. Weil Dirt ist für mich einfach, wenn diese Kurven nach oben kommen, dann muss man halt außen fahren, damit man nicht genau abgibt, ne? Genau, das ist dieselbe Dirt-Map wie letzte Woche gegen die Russen. Und da hat Deutschland auch schon eine sehr starke Performance gezeigt. Auch wenn man dazu sagen muss, dass Russland jetzt nicht der stärkste Gegner war. Mhm. Aber generell wollen wir hier die Leistung unserer Jungs nicht schmälern. Das war eine wirklich solide Teamleistung. Speed Unit hat letzte Woche ein unglaublich gutes Match gemacht. Sehr konstant gefahren. Ein Diddy nach dem anderen. Ein Diddy nach dem anderen rausgehauen. Und wie gesagt, auf Dirt ist es halt wichtig, so wenig wie es geht zu lenken und ein bisschen so diesen Speed mitzunehmen, ja, indem man, Schwung. Genau, den Schwung mitzunehmen, wenn man so, Airtime haben. Genau, wenn man so ganz leicht
wenn man so ganz leicht hinauslenkt, so dieses Sliden, diesen Speed mit da rauszunehmen, das ist ziemlich wichtig auf Dirt. Also man darf nicht sehr viel lenken. Und wie auch schon erwähnt, außen auf diesen dunkleren Stellen des Dirts sollte man fahren, weil da die Haftung ein bisschen besser ist. Ja, in den Kurven ist es einfach so, dass da die Steigung und auch das Gefälle in diesen Kurven, wo es runter oder hoch geht, weniger ist und dadurch das Auto halt auch nicht springt oder unnötig springt, weil das halt wirklich in Dirt manchmal den Tod bedeutet, einfach so viel Zeit, die man da liegen lässt. Ich wollte übrigens sagen, Speed Unit ist einfach unser Mann in Dirt. Das ist so awesome, was er macht. Ja, das Krass. ist ziemlich, also Ey, Speed ich Unit will ist, glaube ich, einfahren. auch ein Multitalent, ne? Der ist auch letzte Ja. Woche auf Tech, auf Speed, auf Dirt, der ist alle drei Submatches gefahren, hat auf allen drei Maps super Ich bin der Leistungen Isit gezeigt. einfach. Genau, er ist es einfach. Er ist unser Held. Nee, aber Speed Unit sollte man auf jeden Fall ein Auge auf den jungen Herrn werfen. Ziemlich talentiert, was das angeht. Denke man, da kann man auch in Zukunft doch einiges von ihm erwarten. Und ich denke, man kann auch mit Sicherheit sagen, dass er auch hier in diesem Submatch fahren wird. Und jetzt kann ich auch wieder den Chat endlich sehen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ja, wie ich gerade geschrieben habe, bin ich gerade ein bisschen am denieren, deswegen werde ich ein bisschen weniger sagen, aber ich werde euch trotzdem die Ohren vollschmatzen, also ist ja kein Problem. Und wir sind halt auch noch nicht live, von daher ist das ja auch kein Problem. Wir sind hier im Eben. Moment noch im Warm-up. Predator hat schon gesagt, es gibt zwei Warm-ups. Ich denke mal, wird gleich live gehen. Ja. Und in der Zwischenzeit können wir auch mal hier auf das Line-up eingehen. Um ehrlicherweise zu sagen, kenne ich von Ungarn jetzt Ich kenne keinen von Dirt-Fahrer. Ungarn auch niemanden, aber wir können es ja mal aufzählen. Für Ungarn spielt Amber, Diesel, Iceman und Tommy Tate, ja? Wie gesagt, alle bis für uns unbekannt, aber wir lassen uns gerne Du darfst überraschen. Deutschland machen. Ich darf Deutscher machen. Du darfst Deutschland machen. Für Danke. uns geht an den Start Speed Unit, Nair, Kai und Fakie. Fakie auch eigentlich Tech-Fahrer. Es hat letzte Woche auch so das ein oder andere Problemchen auf der Dirt-Map gehabt, aber muss hier halt als Stand-in, muss hier halt den Lückenbüßer machen für uns. Kai und Nair sind, glaube ich, auch selber Dirt-Fahrer, wenn ich mich Ja, recht Dirtfahrer, entsinne. richtig, ja. Und Aber es Speed ist eigentlich Unit. alles egal, wer fährt. Also es ist einfach Speed Unit. Genau, Speed Unit hier ist unser Mann, wie schon gesagt. Auf ihm wird der Fokus liegen. Er muss hier das Ruder für die Deutschen rumreißen und. Es ist halt tatsächlich so, er hat ja nicht nur auf der letzten Map, was du gesagt hast, viele Dailies gefahren auf der Dirt Map, sondern auch, da war ein Match, woran ich mich gerne erinnere, gegen Italien, wo er auch einfach total ausgerastet ist. Das war sehr stark, was die Jungs machen können in Dirt, wenn man sich da konzentriert. Genau. Und Speed Unit hier jetzt schon im Warm-up wieder mit einer krassen Zeit. Das ist auch ein starker Dedi. Welche Zeit ist es denn? Also ich habe die Dailies nicht hier, deswegen weiß ich das Ich jetzt gar auch nicht. nicht. Das ist auf jeden Fall eine 59,20 hier von Speed Unit. Letzte Woche ist er eine 59,05 gefahren. Das war der fünfte Dedi. Stark. Also sollte das auch hier ziemlich close sein. Ja, Also hier aber sieht man auch im schon Warm-up sieht es nicht so gut aus für den 9. Rest des deutschen Teams, ne? Genau. Wie man auch hier gerade schon eingeblendet gesehen hat, das waren 39 Hundertstel hinterm DD1, was für eine Dirt-Map, glaube ich, ziemlich solide ist. Weil die natürlich auch ein bisschen mehr buggy ist als eine Tech-Map zum Beispiel. Dadurch einfach, dass es hier wirklich mit diesen Rändern und alles ein bisschen riskanter ist. Und wir sind immer noch nicht live. Es ist das letzte Warm-up. Und wollen wir hoffen, dass die Deutschen hier eine gute Performance hinlegen. Haben natürlich jetzt auch schon ein gutes Polster mit aus der Tech-Map gebracht, was natürlich nicht so erwartet werden konnte. Aber das sollte uns doch schon guter Dinge, das sollte uns gute Dinge hoffen, dass wir auf jeden Fall ein gutes Polster in die Speedmap retten können, sodass hier auch im Endeffekt der Sieg rausspringt. Easy. Easy. Ich habe Vertrauen in unsere Jungs. Die machen das. Genau. So muss es sein. Es ist halt so, dass das Ungarn noch insgesamt 14 theoretische Punkte holen kann. Gehen wir mal davon aus, wir schätzen mal das Speed-Ergebnis und sagen, wir gehen mal als Beispiel 7 zu 1 Ja. für Deutschland. Ist Dann eine hat
berechtigte dann schon Annahme. 12 Punkte Unterschied, also im Prinzip, die sie jetzt im dritten Match in diesem, oder beziehungsweise hier im zweiten, ich habe ja schon vorausgenommen gerade das Speed-Match, holen müssten. Aber es geht jetzt live, deswegen will ich euch nicht weiter langweilen mit mit Theorie. Wir gehen in die Praxis. Erste Runde geht los. Genau, und hier am Start bis jetzt noch alle dabei. Da haben wir schon die verschiedenen Linien gesehen. Manche fahren zwischen den Poles durch und manche fahren eng komplett rechts vorbei. Oh, Manche wählen halt einfach. da eckt schon der erste Ungar an. Diesel Okay, hier mit einem dritte. Crash. Das ganze ungarische Team jetzt hier etwas weiter abgeschlagen. Diesel und Iceman weiter hinten. Kai und Nair führen hier die Spitze an, gefolgt von Tommy Tettja, der hier noch die russische, sag ich schon, die ungarische Flagge ein bisschen hochhalten kann. Nair verliert hier ein bisschen Speed. Na, da war der Bug, den du gemeint hast. Speed you need, weil halt ein Landebug gefressen. Das war sehr, sehr unlucky. Ja, es ist halt tatsächlich so. Es kann viel passieren. Diese Map ist für Dirt-Verhältnisse sehr lang. Tom Tierja eckt ja auch nochmal an. Das bedeutet, dass einfach drei. Oh, legt sich fast noch hin. Das bedeutet einfach, dass mindestens vier Spieler einfach in den ersten fünf Platzierungen sein werden für Deutschlandspieler. Und so Und war es auch. das ist die deutsche Runde hier mit 3,59er Zeiten. Das sieht ziemlich solide aus, auch wenn es nicht die besten Zeiten sind. Aber Es ist ein Punkt. Es ist ein einfach Punkt, der dann durchgesaved. so wichtig ist. Genau, einfach durchgesaved. Das ist hier das, was zählt. Und Wenn ja. Deutschland hier den, wie heißt es, den zweiten Punkt macht, müsste schon reichen. Tatsache, wenn Deutschland jetzt den zweiten Punkt macht, nein, nein, ist egal. Nein, ich habe nichts gesagt. Wir sind in der zweiten Runde auf jeden Fall. Und Speed Unit führt hier diese Runde auch wieder an, gefolgt von zwei Ungarn, nämlich Iceman und Ember, die hier noch ziemlich dicht die hier ziemlich dicht auf den Fersen von Speed Unit sind. Können mal gucken, was der Rest so macht. Fakie hier leicht abgeschlagen. Kann sich hier aber durch diese Passage jetzt noch hier durchwursteln, die ziemlich gefährlich ist, muss man mal sagen, weil es da wirklich darauf ankommt, dass man nicht so viel lenkt und wirklich so ein bisschen den Schwung mitnimmt und nur leicht einlenkt. Aber wir wollen wieder an die Spitze schauen. Kai hier auf Platz 3, Speed Unit hier gegen Ember jetzt Und es hier wird so knapp. im 1 gegen 1. Und Speed Unit kann das ins Ziel retten, holt hier den ersten Platz. Aber es ist sehr schade, weil einfach dahinter kaum Hilfe von den anderen Deutschen kam. Naja, und Fakie einfach auf den letzten Plätzen, damit macht man leider nichts. 1 zu Genau. 1. 1 zu 1 jetzt hier. Das ist auch schon eventuell das Bild, wovon man eher ausgegangen ist, dass die Ungarn nämlich wirklich sehr stark auf Dirt sind. Aber wie schon erwähnt, jeder Punkt hier auf der Dirt Map kann sehr, sehr entscheidend sein. Und wir sind in der dritten Runde. Da eckt auch schon der erste Ungar an. Tommy Tettja hier angeeckt. Diesel auch schon weit hinten. Ist hier auch über die Ecke gebuggt. Also nicht der beste Start von Ungarn. Und Kai und Speed Unit wieder vorne mit dabei auf den Plätzen Wobei man 1 und sagen muss, 2. dass Tedja auf Faking gut aufholt. Also Tedja scheint richtig gut auf der Dirt Map unterwegs zu sein. Hat ja gerade auf Faking schon geklatscht. Also wieder. Oh, Oh! eckt da aber an. Durch sehr viel Risiko auch angeeckt. Iceman auch angeeckt von dem russischen Team. Faking hier jetzt aber in der Kurve mit ein bisschen Airtime, die unnötig war. Und Nair auch ein bisschen Underspeed gehabt. Aber alles in allem sieht es sehr, sehr gut für Deutschland aus momentan. Speed Unit einfach. Er holt es halt einfach. Er ist halt einfach vorne. Oh, Tommy Tettja hier angeeckt, fährt gegen die Bande, fällt hier dann von der Plattform runter und ist jetzt hier ganz Was langsam. Speed Unit einfach macht, ist schon Speed krass. Unit hier wieder mit, wie schon gesagt, mit einer krassen Zeit, wie letzte Woche, einer 59-0, holt hier den siebten Dedi, verbessert Ja, so nochmal die seine Zeit. Platzierungen 1, 3, 4 und 8 reichen halt einfach für den Rundengewinn. Das bedeutet 2 zu 1 für Deutschland auf der Dirt Map, was uns sehr überrascht, weil wir Ungarn viel stärker eingeschätzt haben als Deutschland im Dirt. Und wie gesagt, Speed Unit hier, unser Held für Deutschland, der hier die Der Punkte nach beste Hause bringt. Mann! Unser bester Mann bis jetzt. Führt er jetzt auch wieder die nächste Runde an? Also wir sind schon mittlerweile in Runde 4. Also wenn wir ihn loben, hat er es auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Wir wollen mal schauen, wie das im Mittelfeld aussieht. Hier Nair und Kai auf Position 3 und 4. Nur Diesel kann sich jetzt da vorne im Moment noch halten. Jetzt hier wieder Oh, diese Kate ist auch angeeckt. S-Kurve, die nicht ohne ist. Speed Unit hier aber immer noch mit viel Vorsprung Diesel rettet, auch angeeckt, zieht hier ganz das dumm hier von ihm. echt gut durch. Aber Tetja sieht gut aus. Also scheint ein gutes Duell mit Nair zu haben.
Und scheint ja auch eine bessere Linie mitnehmen zu können. Oder auch nicht. Letzte Kurve jetzt hier. Naja, Ja, ist ein Geniet. von ziemlich weit außen. Hat hier Er mehr fährt halt wieder ein Speed. Wheelie, ich schwör's dir. Und. Nee, noch Oh. nicht. Aber Das doch, ist wieder gerade eine sind wir ganz weit 59,09. vorne. Das Und ist das ist der wieder. nächste Punkt für Deutschland. Das ist wieder ein Top DD. Ja, Top es 10 ist einfach DD. top, was er tut. Top Und. ist. Er rettet hier im Moment wirklich die Runden für Deutscher nach Hause. Sehr starke Leistung von Speed You Need. Stimmt, wenn die Anfangsbuchstaben von Speed You Need, das ist Sun. Ja, wir sind in Runde 5. Mal sehen, wie das jetzt hier im Start aussieht. Kai hinter Diesel auf den Plätzen 1 und 2. Speed You Need auch vorne wieder mit dabei. Wollen wir mal schauen, was hier so ein bisschen weiter hinten abgeht. Fakie leider wieder ein Fehler mit eingebaut, ist hier jetzt wieder weit abgeschlagen. Kai und Nair aber da vorne wieder mit um die Position 1 am Kämpfen. Speed Unit auch dicht gefolgt. Oh, und Nair eckt hier an. Und Tommy Tett ja für die Ungarn. Zusammen mit Diesel hier vorne auf den Plätzen 1 und 2. Könnte eine ungarische Runde werden. Da macht Sun einmal einen Fehler, also Speed You Need, und da ist halt einfach die ungarische Runde, ne? Ja, so sieht nämlich aus. Deutschland sollte das Match jetzt einfach 7 zu 5 gewinnen und dann war es das schon. Das wäre natürlich ein gutes Ergebnis, wenn wir Ganz das jetzt hier ehrlich, schon klar machen wenn könnten. Deutschland jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie Drei, 30 vier oder Runden 40 Punkte holt. macht und dann im Prinzip Ungarn auf der Speedmap gewinnen müsste, das ist halt einfach nicht möglich. Also meiner Meinung nach, das wird nicht möglich sein. Schon Deswegen unwahrscheinlich, kann man auf jeden Fall sehr sagen. unwahrscheinlich. Also dadurch, dass Deutschland schon mehr Punkte gemacht hat als Ungarn im ersten Submatch, ist halt schon bewiesen, dass Ungarn gewinnen müsste, dass Ungarn die Speedmap gewinnen muss. So, wieder zurück in die Runde. Genau. Ungarn hat natürlich jetzt hier auf 2 zu 3 verkürzt. Aber im Moment Diesel und Tommy Tett ja wieder vorne mit dabei. Speed You Need kann sich jetzt hier noch im Moment auf Position 3 halten. Naja, direkt dahinter. Aber Kai leckt hier jetzt so ein bisschen rum. Taucht auch plötzlich vorne mit auf. Aber Diesel und Ember immer noch auf Position 1 und 2. Jetzt hier diese leichte Linkskurve. Nicht zu Ist viel halt lenken. Frechdachs ist das. Nicht zu viel lenken, um den Speed zu Oh, verlieren. das Ende wird so knapp. Oh, ganz, ganz knappes Diesel, Ding hier. Ember, Kai und Speed Unit liefern sich da vorne ein Weltklasse-Match. 2 gegen Das ist 2. einfach Speed Unit hier unfassbar mit der knapp. guten Kurve. Wie Aber sieht das aus, Speed Unit Kai? mit dem Overspeed und beide holen's. Das Kai ist so hat hier den wichtig, das krassen ist so Overspeed. wichtig. Krass. Und dadurch, das ist auch wichtig, dadurch, dass Nair Iceman geklatscht hat Ist noch, das nicht das gewann Draw? Deutschland die Runde und es gibt Genau. keinen Draw. Das ist das 4 zu 2 für Deutschland. Das ist richtig stark. Starke Teamleistung. Die da vorne holen das und Nair holt sich noch diese Einzelplatzierung. Stark. Auf jeden Fall gutes Ergebnis hier noch in der letzten Kurve den Overspeed Oh, mitgenommen. Landebug für einen der Ungarn. Diesel mit einem Landebug. Ist hier jetzt schon ganz leicht abgeschlagen. Oh, Iceman hier kommt jetzt hier hart ins Schleudern. Muss hier stark korrigieren. Kai und Speed Unit jetzt hier wieder wie gewohnt vorne mit bei dem Kampf um die Position 1. Aber Ember und Tommy Tett ja auch hier wirklich wieder Boden gut am machen. Wollen wir mal schauen, was Ember und Speed Unit jetzt hier im Kampf um Oh, Position 1 Ember machen, schon aber wieder Ember eckt. crasht. Nein, Oh, Speed Unit eckt nicht auch an. Landebug. Und jetzt drei Ungarn vorne, Tommy Tett ja, Ember und Diesel hier auf den Positionen 1, 2 und 3. Aber Speed Und Unit, endlich Kai und letzten Mal, Nair geht das noch? kommen jetzt hier nochmal richtig stark ran. Jetzt hier letzt noch zwei Kurven. Na. Jetzt. Oh, Oh, Kai eckt das war an so ganz knapp. und geht zu eng in die Das Kurve Endergebnis rein. ist auch ganz, ganz knapp. Vielleicht die Deutschen können es vielleicht ein. Oh! Ah, mit den Overspeed von Tetja. Das war Und leider nicht Speed mehr holbar dann. Unit holt hier noch die Runde mit einem Hundertstel. Aber im Endeffekt reicht es leider nicht. Er ist halt einfach 20 Hundertstel hinten und holt noch die Runde. Das ist halt so stark. Und Russland kann wieder aufschließen. Kann hier den Vorsprung wieder verkürzen auf Ach, 3 zu 4. Russland. Ach so, ich dachte schon, wir Russland. spielen gegen Ungarn. Alles klar. Ich bin wieder bei Russland. Alles klar. Natürlich spielen wir gegen Ungarn. Aber es soll auch egal sein, solange wir hier das Match gewinnen. In dem Sinne geht es auch hier nur ums Prestige, wer Erster und Zweiter aus der Gruppe wird. Beide Teams sind im Prinzip schon sicher in den Playoffs. Und man muss ja gerade echt sagen, Ungarn zieht gerade einen ziemlichen Teamwäsche ab, wenn Speed Unique da einen Fehler machen würde. Genau, so sieht's aus. Das ist das, was wir uns gedacht haben, wie das aussehen wird. Oh. Tommy Täter hier angeeckt, aber das bringt nicht viel.
weil Faky einfach schon 10 Sekunden hinten ist. Genau, Diesel und Iceman jetzt hier im Moment Position 1. Oh, da sind vier Russen wirklich nah beieinander. Russen. Was habe ich mit Russland heute? Die Ungarn sind... Verstehst du auf Russland? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Die Ungarn hier wieder mit allen vier Leuten vorne. Wirklich, also geschlossene Teamleistung jetzt hier. Oh, eine sehr, sehr starke Runde von Ungarn. Einfach von allen der vier Spieler war es eine bessere Runde, als Speed Unit in der letzten gefahren ist. Das ist schon die Leistung, die wir erwartet haben. Das ist wirklich hier eine sehr, sehr gute Runde gewesen. Keiner langsamer als 59,50, was nicht sehr weit von einer Didi-Zeit weg ist. Und Ungarn kann zum 4:4 ausgleichen. Mal sehen, was jetzt hier in dieser Runde passieren wird. Wie der Start jetzt hier läuft. Ob sich hier schon irgendwer absetzen kann. Oh, der erste Ungar Crash da. Das war Iceman, ist jetzt hier leicht abgeschlagen. Ich fände es schon echt cool, wenn am Ende Deutschland kurz vor dem Sieg steht und dann irgendeiner noch so von hinten die Runde holt, dadurch, dass er irgendjemanden überholt. Dann werde ich mich erstmal ausrasten wie damals 54. Ja. Oh, Faky hier. Sun müsste aus dem Hintergrund kommen, Sun kommt und... Faky hier ganz knapp den Sprung nur geschafft, also wirklich hier riskante fahrerische Leistung hier. Iceman fährt auch ganz, ganz komisch da. Also wir sind jetzt auf den hinteren beiden Plätzen, oder beziehungsweise ich gucke mir das gerade an und ich glaube, das wird noch ganz wichtig, weil da vorne, die sich da wirklich am rumkäbbeln sind. Ne, Faky hackt die auch nochmal an. Kai hat Position 1 mit Speed Unit. Und die Deutschen holen das. Oh, sehr, sehr starke Runde von Kai und Speed Unit. Echt, echt gute Leistung hier von den zwei. Ja. Solange die beide hier die Position 1 und 2 holen, kann das deutsche Team die Runde im Mittelfeld beenden. Und hier wie gerade eben zuvor, näher macht die Position vor Iceman noch klar, damit das hier nicht zum Draw wird. Mhm. Und Deutschland geht mit 5:4 in Führung, also das sieht schon sehr gut aus. 5 Punkte auf der Dirt Map könnte schon fast reichen, um das Match für sich zu entscheiden, wenn auf der Speed Map eine ordentliche Leistung kommt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Und ja, wir sind in Runde 10. Deutschland hier wieder mit dem gewohnten Bild, Kai und Nair vorne. Oh, Faky da wieder mit einem Fehler. Aber Iceman und Tommy Tett ja auch hier immer noch relativ weit vorne mit dabei. Können sich hier nochmal behaupten und im Kampf... Oh, das sieht gerade schlecht aus, wenn ich mir links die CPs angucke. Ja, Faky schon mit 11 Sekunden Rückstand. Das ist natürlich nicht so toll. Naja, aber er hat irgendwie rechts neben einem Rubbel gesprungen. Aber Speed Unit und Kai immer noch auf den Plätzen 1 und 2. Das sieht stark aus, wenn da keiner von denen einen Fehler macht in der Linie oder so. Oder Iceman hier auf Position 3. Und das tut er gerade irgendwie. Oh, Iceman hier mit mehr Speed. Kann er Kai jetzt noch kassieren? Letzte Kurve. Kommt hier ein bisschen höher raus. Oh! Und Kai buggt da komisch weg. Ich hab nicht gesehen. War es ein Bug? Das war ein Bug. Okay. Bug, Fahrfehler, irgendwie sowas. Oh, Speed Unit mit einem... 4 Sekunden, 3. Er wird durchkommen. Oh! Wieder hier sauknappes Ergebnis. Und Speed... Die Live-Infos nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt war. Ich auch nicht. Schade. Ja, das sah aber auf jeden Fall wieder relativ knapp aus. Ja, ich denke, dass es ein 2-Punkte-Abstand war. Oh, näher. Näher hier schon mit dem Fehler in der ersten Runde. Was macht er denn? Ist jetzt hier auch wieder Map-Punkt für Deutschland. Ja, ist ein Map-Punkt für Deutschland. Ah, ich kann das ja jetzt machen. Oh. Guck mal, bei wem ich das machen kann. Kannst ja ausrasten. Ja, ich raste jetzt gleich mal ein bisschen aus. Kurz vorm Ende. Also, wenn Faky reißt es jetzt in der letzten Runde, wenn Faky das reißt, das wäre hier die Sensation vom Underdog. Soll ich einfach spekulieren, dass es funktioniert? Mach einfach mal. Ausrasten? Ja, auf jeden Fall. Speed Unity hier aber immer noch. Das ist fast eine Sensation, meine Damen und Herren. Faky auf der 4. Position. Also es ist halt einfach so, dass wenn Faky das jetzt hier noch richtig gut holt, aber ich glaube, dass das... Nee. Scheiße. Aber Speed Unit noch auf Position 1. Oh, Faky hier mit leider Low Speed. Gottschein, oh. Leute, bitte. Wo soll denn das? Das wird die blaue Runde für Ungarn. Ich wollte ausrasten, wie der Kommentator damals. Oni wollte ausrasten, Jungs. Was soll das denn? Also tut ihm den Gefallen. Bitte, einfach mit 3 Mann, die irgendwie ganz viel, alle 4 überholen oder so in der letzten Kurve oder so. Das wär's richtig.
Ja, Ungarn kann hier wieder aufschließen auf Deutschland. 5 zu 6 nur noch. Also die Map ist noch nicht gegessen. Aber mein Abendessen bald. Puffisch. Deutschland hier wieder mit einem guten Start. Diesel hier backt über den Rand, kommt ein bisschen weit raus, muss stark korrigieren, verliert hier an Speed. Und das sieht im Moment sehr gut aus für Deutschland. Speed Unit und Kai vorne im Kampf um Position 1 mit Ember und Iceman. Das ist wirklich sehr knapp da vorne. Ember im Moment hier auf Position 1, gefolgt von Speed Unit und Kai. Oh, Ember crasht hier, kommt zu weit Eigentlich müssen wir raus. das jetzt auch dem Besten in diesem Match widmen. Also wir müssen einfach Sun ein bisschen pushen, also Sweet Auf jeden Relief. Fall. Speed Unit hier auch wieder mit einer guten Kurve. Hat hier Oh. mehr Speed. Kai, komm bitte. Kai, hol Kai, Kai, komm, oh, hebt hier Kai. leicht ab. Hebt hier leicht ab und muss korrigieren. Oh nein. Aber Speed Unit auch auf Position 1. Wird es Kai, reichen für Deutschland? come on. Oh, und das wird No. Das ist ein wahrscheinlich die Draw. blaue Runde. Das ist ein Es, Draw. das ist ein Draw. Oh Es ist die Draw-Runde. nein. Gold, ich will ausrasten, verdammte Hacke. Was ist das denn? Was spannender kann es hier nicht werden auf der Map. Oh. Ich will den Jahrhundertreporter machen, verdammt. Hoffentlich wird es da gleich zu kommen. Deutschland sollte jetzt hier den letzten Punkt klar machen. Und wir sind schon mittlerweile in Runde 12. Oh, Speed Unit hier ganz gefährlich. Oh, Ziemlich ist aber eng richtig gefahren. stark. Das Minus auf den Dedi. Schade. Jetzt soll pushen. Aber Speed Unit hier mit Position 1 hier schon leicht abgesetzt von Diesel. Ember ist sehr weit hinten. Fakie davor, aber er müsste sich davor halten. Fakie jetzt etwas langsam. Ember kann ihn eventuell holen. Also hinten ist noch nicht gegessen. Oh, zwei von Ungarn Tommy angeeckt. tät ja richtig hart hier angeeckt, verliert er seinen kompletten Oh, Fakie Speed. eckt aber auch nochmal an. Und Iceman auch. Das muss jetzt einfach die deutsche Runde werden. Speed Unit hier vorne. Speed Unit. Oh, come Kai und on! Ner hier auf Position 3 und 4. Das sollte reichen. Schauen die Speed aufs. Unit müsste aus dem Hintergrund die Runde holen. Holt die Runde. Ist hier auf Aus! Position 1. Nimmt hier genug Aus! Speed mit und. Das Spiel ist Macht aus! hier 58,96. Deutschland ist Gruppenerster. Stark, Starke stark. Leistung von Speed Unit hier mit einer 58er Zeit. Also hier nochmal wirklich in der letzten Runde das Sahnehäubchen oben drauf gesetzt. Richtig stark. Und der stärkste Fahrer hat es jetzt einfach gebracht. Und das ist eingetreten, was ich gesagt habe. Es steht insgesamt 14 zu 6. Ungarn kann es nicht mehr holen. Es ist vorbei. Und Deutschland macht den ersten Platz in Gruppe 2 des Country Championship der ESL. Starke Sache. Schönes Ding, Deutschland. Glückwunsch an Deutschland an dieser Stelle. Hier wirklich mit der Punktlandung zum Gruppensieg. So, und ich werde jetzt das übrig gelassene Steak essen. Genüsslich, weil Deutschland hat gewonnen, verdammte Hacke. Nam. Hört man das? Man soll das hören. Soll man hören? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt hier in die dritte Map. Das ist hier nur noch Kosmetik quasi. Aber wird natürlich auch gefahren und ich denke mal, die deutschen Jungs können sich hier zurücklehnen und vielleicht auch ein bisschen Risiko gehen, um schöne Zeiten hinzulegen. Ja, wie gesagt, Deutschland hier schon mit dem Sieg. Und mal sehen, was dann jetzt hier noch auf der Speedmap kommt. Vielleicht jetzt hier so ein bisschen das Line-up ein bisschen relaxter anzugehen, vielleicht mal eine B-Truppe auflaufen zu lassen, wie man so schön sagt. Und ja, wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren nach den zwei Warm-ups, welche Teams hier für die beiden Mannschaften an den Start gehen. So wie es aber aussieht, fahren Adi, Darkbringer, Smog und LX hier für Deutschland. Was natürlich eine sehr starke Truppe ist. Und Deutschland sollte hier auf jeden Fall in der Lage sein, diese Map auch noch auf jeden Fall safe zu holen, um hier wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis overall gegen Ungarn auf Papier zu bringen. In der Tat. Und auf ungarischer Seite können wir jetzt noch nicht genau sagen, wer an den Start geht. Da sind jetzt im Moment noch fünf Fahrer im Feld. Ich denke mal, Raske ist hier nur der Team-Captain. So, dass Bale. Raske ist eingefangen. Raske Sogar. ist eingetragen. Ja. Dann werden wir gleich sehen, wer von diesen Herren
nicht fahren wird auf ungarischer Seite. Aber in der Zwischenzeit können wir uns hier nochmal das Warm-up angucken. LX Darkbringer und Adi hier, wie in Profi-Manier hier über die Map am Flitzen. Am Flitzen. Am Flitzen tun. Der AWP-Gangster. Schönes Ding. Schön, aber schön, schön. Ist wirklich hart. Weil vor dem Match einfach jeder so voll den Schiss hatte, so Ungarn, 21-3 gegen Italien, oh mein Gott. Und dann jetzt einfach mal so Deutschland, nö. Nee, Ungarn, einfach nein. War auf jeden Fall schon eine starke Leistung von Ungarn in Italien, muss man natürlich sagen. Von daher vielleicht der Also. Respekt berechtigt, aber wir haben den Ungarn, wir haben ihn eines Besseren gelehrt, dass wir hier auf jeden Fall stark aufgetrumpft haben. Also, es ist halt einfach so, das Speedline-Up, boah, ich habe aufstoßen zu Kopf. Das Speedline-Up sieht wie folgt aus bei Ungarn. Es wird spielen, laut Line-Up-Eintragung von PT auf der ESL-Seite. Für Speed spielen Bale, Street, Ruske und Szczesny. Und der Sub ist Otlik. Weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Für Deutschland wird spielen Alex, Adi, Darkbringer, Smog und das Top-Spieler wird Predator sein. Weswegen er übrigens das Match nicht castet, weil es sehr gut sein kann, dass er spielen könnte oder spielen muss. Das wäre natürlich super, wenn wir hier den Predator noch hier im Einsatz erleben. Ja, ich würde die ganze Zeit nur ihn specken und ihn Ich voll fertig auch, machen. das wäre voll super. Das wäre voll super. Oh Gott. Das wäre auf jeden Fall Cool. nochmal eine nette Aktion. Wenn der Pratt hier auf jeden Fall fahren würde, da das Match ja schon gewonnen ist. Aber er hat irgendwie Angst. Will hier leider nicht fahren, der Pratt. Aus Ja, welchem Grund auch immer. ist halt so ein Typ, ne? Will Ist halt natürlich so. den anderen auch die Chance lassen, sich nicht zu blamieren, weil er die natürlich alle klatschen würde. Naja, also es ist halt stark. Also Deutschland wird einfach mit, ich schätze es so ein, Adi und Darkbringer fast jede Runde die ersten Positionen machen. Wenn die beiden trainiert sind, werden die fast jede Runde die ersten Positionen unter sich ausmachen. Dann kommt da ein Alex dazu, der einfach total unberechenbar ist. Mal fährt der total unnötig in die Wand und mal fährt der dir den ersten Dedi. Also das ist irgendwo ziemlich komisch. Aber auch in einem Match sehr, sehr starke Persönlichkeit. Also er kann das auf jeden Fall richtig gut reißen. Was haben wir noch? Ah, was habe ich gesagt? Adi? Er haut's halt einfach raus. Dann haben wir noch Smog, von dem ich jetzt nicht so viel weiß, aber ich denke mal Ist, dafür, glaube wenn er ich, für Deutschland Speed fährt, dann wird er ja, es doch wohl irgendwo Smog können. ist, glaube ich, auch ein Speedfahrer von Von EK. EK, ja, das habe ich mir gerade schon Auch gedacht, ich wusste im nur nicht, wie er fährt. SPS-Finale gestanden, also auch ziemlich guter Speedfahrer. Also Deutschland hier mit keinem Lückenbüßer, wenn man das so sagen darf. Alle geübte und ausgebildete Speedfahrer. Von daher sollte man hier einiges erwarten können. Und wir gehen live in die erste Runde auf der letzten Map, ESL Switch von Mastermind gebaut. Ja, hier einfach keine Airtime haben, da runterfahren, da auch so wenig wie möglich, einen Und kleinen hier Speedzeit. ist Easy. wichtig, den Randstein zu vermeiden, weil man sonst direkt in den Slide kommt und höchstwahrscheinlich aneckt. Also das ist sehr gefährlich an der Und Stelle. Alex jetzt sofort den ersten Dedi, ich wollte gerade sagen. Das macht er jetzt nicht. Er hatte gerade schon Minus auf dem ersten Dedi. Ist hier auf jeden Fall vorne. Wird hier aber von einem Ungarn kassiert, der hier mehr Speed hat. Der jetzt ja auch hier auf Position 1 ist, hier wirklich gut wegkommt. Wahrscheinlich hier auf einer sehr schnellen Runde. Wollen wir mal schauen, was er Ja, hier aber so da hat reißen er kann. Speedzeit nicht gekriegt. Auf jeden Fall wird er gerade von den Deutschen ziemlich gecatcht vom Speed her. Mal sehen, was jetzt hier noch so kommen kann. Oh, LX hier mit ziemlich viel Oh, Overspeed. schöner Holt sich jetzt Speedzeiger. hier die Position 1. Hat auch Oh. einen schönen Speedzeiger gesetzt. Und Alex ist halt einfach der, der die Runde saved. Und Und Adi ist halt der, der irgendwie ganz anscheinend nicht mehr weit, durchkommt. Raske ganz hat schon weit aufgegeben. abgefallen. Raske hat aufgegeben. Das bedeutet, wenn es so wie es jetzt aussieht, wird es dann unentschieden. Strom. Alex sagt schon, ich muss gleich den Stream Ja, ich weiß, muten. weil Das er das ist. immer so geil findet, wenn ich irgendwas sage. Der muss sich dann immer voll beömmeln. Ja, sollte ich mal lieber konzentrieren, der gute Alex. Der Alex. Der gute alte Alex. Der Genau. rote. Aber rot ist tot. So. Wir gehen in Runde 2. Erste Runde war das Draw. Und Deutschland hier mit einem guten Start. Darkbringer auf Position 1.
gefolgt von Alex und Adi. Nur Bell kann sich da nach vorne mithalten. Alex haust durch, Juge! Aber Darkbringer und Eddie hier noch vor allen anderen. Darkbringer auf Position 1, wollen wir mal schauen, was Simon hier so reißen kann. Simon gleich Darkbringer übrigens, für die, die es nicht genau wissen. Der gute alte Simon. Das sollte man wissen, das ist halt einfach. Genau, das ist Darkbringer. Oh, Adi hier mit ziemlich viel Overspeed, holt sich hier die Darkbringer richtig schön kassiert. Und Eddie hier kann nochmal Darkbringer kassieren. Tschech lernt die Map kennen irgendwie, war auch stark. Einfach mal draußen irgendwie geguckt und so, ne? Die hören alle den Stream mit. Leute, macht den Stream aus, verdammter Hacke. Konzentriert euch aufs Match. Was zur Hölle? Unser Cast ist so entertaining, das ist... Alter, Simon, Scam, Mann, Scam! Ja, und wir gehen in die nächste Runde. Das ist das 1-0 für Deutschland. Die AWP-Gangster. Oh, Ross geeckt an! Ja, er hört auch den Stream, der Penner! Oh, Raske muss hier schon retiren, hat hier nicht genug Speed, um über diesen kleinen Jump zu kommen. Und Alex hier im Moment auf Position 1, kommt hier sehr eng rum. Hat hier im Moment die Führung, Darkbringer auf Position 2. Oh, Alex hier wird hier vom Dirt hochgeworfen. Schlechter Alex. Richtig schlechter Alex, also das ist echt nicht zu verzeihen hier. Darkbringer weiterhin auf Position 1, gefolgt von Street und Adi. Mal gucken, was jetzt hier noch kommt. Adi hier, oh, kommt hier ziemlich weit raus. Hat hier aber mehr Speed. Hätte das Banner noch abgegeben. Aber Darkbringer saved hier die Runde einfach durch. Ja, und Alex einfach nochmal so irgendwie gegen irgendwas. Ne? FML. Ja. Wie gesagt, 2-0 Deutschland. Ja, war schon fast zu erwarten auf der Speedmap. Allerdings wollen wir uns das nicht nehmen lassen, hier Deutschland noch ein bisschen nach vorne zu pushen. Jetzt hier der Start, aber relativ gut genommen von Bale, der jetzt hier im Moment das Feld anführt. Adi hier jetzt noch auf Position 3, kann sich hier nochmal an die beiden Ungarn dranhängen. Jetzt hier über diesen Dirt-Part. Mal gucken, wer jetzt obwohl hier... Obwohl Alex als auch Darkbringer schon angeeckt mit mehr als 10 Sekunden Abstand. Also das oh, ist das hier beide ziemlich hart angeeckt. Fahren jetzt hier erst in die Tube rein. Genau, mach mal lieber den Stream aus, Jungs. Adi hier immer noch auf Position 3. Kann jetzt hier einkassieren mit Overspeed. Oh, oh, kann jetzt hier auch noch den Street kassieren. Hat hier den krassen Overspeed und saved hier die Runde ins Ziel. Aber das ist auf jeden Fall die ungarische Runde hier mit Position 2 bis 5. Ja, sehr enttäuschend, die deutsche Leistung in dieser Runde. Alex hier kommt ja nicht mal mehr ins Ziel, aber ganz knapp noch hier mit einer 1.342. Also, das ist nicht zu entschuldigen, diese Runde. Hey Alex, das ist einfach du. Ja, und Ungarn kann aufschließen, 1-2. Und da ist auch, glaube ich, schon der erste wieder angeeckt. Oh, Alex! Alex muss hier schon aufgeben. Richtig, richtig schlecht. Und Fred sagt auch schon, ihr Wichser, macht mal hinne. Also, ach, bitte sag das nicht im Stream, das muss doch nicht sein. Das könnt ihr eh alle lesen. Von daher ist das jetzt, glaube ich, mal ganz okay. Muss er jetzt mal hier... Adi ist anscheinend auch schon aufgegeben. Ja, ist doch einfach stark, ne? Kann man ja mal machen. Ne? Smog, gib auf, Predator. Gibt hier schon die Anweisungen. Smog Feuerwehr. Oh, Raske crasht hier nochmal. Sollte aber nicht mehr von Relevanz sein. Bale, Street machen hier Position 1 und 2 klar. Damit wird auf jeden Fall die ungarische Runde. Ja, ja. Deutschland lässt hier federn. Auf der Speedmap, so schlecht. Liegt es eventuell daran, dass sie schon gewonnen haben. Echt enttäuschend, also... Level up Germany, würde ich sagen. NP. Hail to the King, baby. Ja, da geht's halt einfach weiter, ne? Auf jeden Fall. 2-2. Der Spielstand dieser Map.
Oh, und Darkbringer eckt schon an. Also das wird jetzt hier langsam zur Gewohnheit. Wird einfach scammen. Adi aber hier auf Position 1. Alex gibt schon wieder auf. Ebenso Bale. Damit jetzt noch das 3 zu 3 in dieser Runde. Eddie hier ganz safe auf Position 1. Sollte er jetzt vielleicht mal durchsaven? Ja, vor allem Ruska ist nicht wirklich ein Gegner, den man im Prinzip jetzt, der jetzt im Prinzip noch rankommt durch fahrerisches Können. Also er muss halt einfach nur noch safe durchfahren. Es wird auch noch eine richtig gute Runde, was er macht. Auf jeden Fall, aber Ungarn hier Zu mit viele Plätzen Ungarn, 2, Leute. 3 und 4. Das ist wieder die blaue Runde. Und ja, Ja, langsam. dann lass dir es halt einfach gewinnen. Okay. Langsam wird es hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Wird es hier ein bisschen merkwürdig. Ungarn hier mit der 3-2 Führung jetzt. Deutschland sollte Deutschland sich gegen hier. Ungarn ist immer merkwürdig. Deutschland sollte sich auf jeden Fall Sagt ihr jetzt nicht Alex. zu viel, Oh, zu viel zurücklehnen. Oh, hier was schon machen wir? Oh, die schon angeeckt, das ist übelst, richtig schön. schon die richtigen krassen Abflieger hier. Darkbringer schon angeeckt, ganz weit hinten, kommt jetzt hier ins Slide, kommt sehr weit raus, verliert hier nochmal verdammt viel Zeit. Aber Tschech ist auch sehr, sehr weit hinten. Noch viel weiter hinten. Ja, aber er wird halt einfach durchkommen. Es ist halt ein Deutscher, der nicht Wahrscheinlich. dabei ist. Alex jetzt hier richtig Wir schlecht schauen mal auf die unterwegs. Spitze. Adi hier auf Position 1, der jetzt hier gut durchsaved für Deutschland. Bale und Street allerdings auf Position 2 und 3. Ja, Alex kann es ja einfach nicht mehr Oh, holen und gegen Tschechien. Raske auch mit dem dritten Platz. Das wird wahrscheinlich wieder eine ungarische Runde. Und Adi sagt jetzt auch schon, Alter, was macht ihr? Deutschland sollte es jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen zusammenreißen, auch wenn es im Prinzip nicht mehr entscheidend ist. Allerdings sollte man eventuell nicht die Speedmap an Ungarn abgeben, auf der Deutschland eigentlich als Favorit giltet. Geltet, so rum. Gilt. Gilt. Dankeschön. Enkel. Ja, Ungarn mit dem 4 zu 2. Oh, und Street Action an. Erste Kurve. Ist natürlich nicht so gut. Aber alle anderen hier safe durch den Start durchgekommen. Wow, Seltenheit. Ich wollte gerade sagen. Adi hier aber wieder mit einem sehr krassen Start. Führt hier im Moment wieder das Feld an. Kommt jetzt hier auch sehr gut rum. Kommt hier Der nicht ist in den halt einfach am Slide. Ausrasten. Er ist halt wieder vor dem Degi gewesen bis jetzt. Gucken, ob er es durchziehen kann. Wollen wir mal Adi Ja, hier verfolgen, kommt's. was er hier so machen kann. Oh, kommt hier ziemlich weit raus. Sollte aber eine gute Zeit werden. Ja, Immer noch jetzt auf kommt auf jeden Fall Position was los. 1. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Ich bin ja selber Speedpro und auf jeden Oh, Fall. Adi, was macht ihr? Oh, Adi ist da gecrashed. Was tut Aber Alex denn? Dadurch, Alex dass saved hier die Darkbringer Runde vor durch. Tschech kommt, genau, und Alex das am Ende holt, gewinnt Deutschland das wirklich trotzdem noch. Das ist halt stark. Bad Alex, wenn er halt einfach mal Risiko gibt, geht, ne, dann ist halt einfach Risiko. Dann ist die Chance von 80%, dass er fehlt, und 20% saved er halt so eine Runde. Und Street von den Ungarn ist jetzt auch noch angeeckt. Also es sieht Schon am wieder. Anfang schon ganz gut aus. Darkbringer und Oh, Alex sind Alex auch angeeckt. hier richtig krass angeeckt. Oh, Alex ist auch, Alex fliegt von natürlich. der Map und muss aufgeben. Ja, Alex, ich sag es dir. Du bist schlecht. Du bist schlecht. So, Oh, der Simon Bale, der auch hier. angeeckt ist. Darkbringer auch. Fährt hier mit Absicht von der Map, weil er nicht mehr das Ziel erreichen wird in dieser Runde. Jetzt schon zwei deutsche Fahrer aufgegeben. Und jetzt sollte Ungarn das eigentlich nur noch durchsaven, um diese Runde hier wieder zu sichern. Wie Ja, gewohnt, sie haben aber. beide nichts mehr zu verlieren. Es steht halt schon fest, was los ist. Ja. Deutschland wird das Match auf jeden Fall gewinnen, egal was sie jetzt machen. Und darauf ruht sich halt jeder gerade aus. So Und sieht's Adi fährt aus. einfach eine gute Zeit. Adi fährt hier wieder eine super Zeit. Predator sagt schon, er wäre gar beschimpft. Er ist vielleicht ein bisschen zu hart, der Worte. Ja, es liegt halt einfach daran, dass das alles richtige Trollsaus sind. Das ist halt so. Ja. Die fahren gerade extra so behindert. Ja, Adi, über dich darf man sich beschweren. Du bist im letzten Loop gerade einmal gefailt. Hallo? Kannst du nicht machen, ey. Also wirklich. Ja, so viel zum Start Smog. Saving. Smog auch schon direkt aufgegeben. Haut hier sich in die Wand rein. Schön. Aber Adi und Alex hier jetzt mal auf Position 1 und 2. Oh, Alex kommt hier in den Slide, verliert hier ziemlich viel Speed. Ja, Und Alex. Raska auch schon richtig hart angeeckt, muss aufgeben.
Darkbringer muss ebenso aufgeben. Es ist hier wieder. Das ist die Map der Was ist das? Aufgaben. Was ist das denn bitte für ein. Ohne Scheiß, denke ich Was mir ist. gerade auch. Was. Was ist das denn bitte für ein Match gerade? Genau, jede Runde gibt die Hälfte des Teams auf. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Aber nichtsdestotrotz. Adi hier wieder mit einer krassen Zeit. 48:52. Wäre Deutschland da jetzt ein bisschen safe gefahren, dann hätte das eventuell noch werden können. Und das gibt wieder das Draw. Oder doch nicht? Der Ungar kommt hier noch ins Ziel und Er das kommt ist tatsächlich ins Ziel. wieder die blaue Runde. Also schon leicht beschämt, muss man jetzt hier mal so sagen. Dass zwei Fahrer hier nur das Ziel erreichen. Und es steht 6:3 für Ungarn. Ja, ne? Da holt Ungarn sich einfach diese Scheiße zurück, ne? Also Pratt hätte, glaube ich, eher fahren sollen. Ja, ich Dann glaube auch. wäre das hier auf jeden Fall safe gelaufen. Wollte gerade sagen, jetzt fährt's halt wenigstens safe. Der hätte hier die ersten Plätze Ich durchgehauen. verstehe aber auch nicht, warum Adi auch nicht einmal backt, obwohl er immer diese Speedslides über den Randstein fährt. Das ist krank. Jeder andere backt da die ganze Zeit und er backt da überhaupt nicht. Und jetzt sind aber auch alle durchgekommen, Das was hat er ist das denn? bestimmt heimlich getraint, da nicht zu Sowas buggen. kannst du nicht, Train. Ich weiß. Aber gut, dass du es ansprichst. Das war jetzt auch mehr darauf bezogen, dass er das hier. Oh, Adi fährt sehr, sehr schön. Ist er schon sehr gut unterwegs, so mit Dedi und. Oh, nee, dann plus auf 10, ja. Also in dem Sinne sieht es im Moment so aus: zwei Ungarn hinten, Smog knapp davor und Adi wird jetzt diese Runde holen. Adi hier wieder mit einer sauschönen Für Zeit. Deutschland. Ja, sehr Und schön. diesmal auch das deutsche Team mit allen Fahrern im Ziel. Was ist denn da Oh los? mein Oh mein Gott, tatsächlich. 6:4 nur noch. YOLO! Und Alex sagt schon YOLO. Mal gucken, was das so wird. Oh, Ob die Lisa sich ist jetzt hier auch online. noch die letzten drei Runden durchjolon können. Solon. Jolon. Oh, Alex. Susu. Irgendwie ist dieses Speedmatch auch ganz komisch zu kommentieren. Ja, ich weiß auch nicht, also mit diesen ganzen Fails ist schon eine Schon harte hart Aufgabe auf eigentlich, jeden ne? Fall, ja. Aber Darkbringer und Alex jetzt hier an der Spitze. Ja, sieht schön aus für Deutschland. Zumal auch Tschech sehr, sehr weit hinten ist. Wird immer noch nicht aktualisiert, auf welchem, wie viel Abstand er hat. Also er wird irgendwo richtig mächtig gefailt sein. Sieht's aus, als würden sich die deutschen Jungs jetzt hier nochmal zusammenreißen, Ja. weil sie die Map halt doch gewinnen wollen. Die machen jetzt einfach. Und Ist so mit sieht's auch. Tennismodus? Ist mit Tennismodus, gute Frage. Das richten wir direkt mal an die Zuschauer. Ist Tennismodus? Ihr könnt gerne im Chat dazu was sagen. Wenn es jemand weiß. Alles klar, kein Tennismodus. Kein Tennismodus also. Ja. Predator hier Oh. schon mit der flotten Antwort. Der Smog. Der Smog ist Einfach mal die angeeggt. Wand Oh, durch. bleibt einfach stehen, springt von der Map, macht hier noch seine nette Aktion und muss jetzt hier gleich aufgeben. Wir schauen aber mal nach vorne. Darkbringer hier auf Position 1. Moment, sieht es so aus, als wenn die drei deutschen anderen Fahrer es safen könnten. Oh, Oh, okay, sehe ich schon gar nichts mehr. Darkbringer haut sich hier über den Dirt, fliegt hier komplett von der Map ab. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Gucken wir mal, kann hier den Sprung nicht machen. Deutschland, das war schlecht. Und Oh, Alex ja, holt aber noch Adi, die Runde. Was soll au, das? Adi und Alex Das ist hier. das Unentschieden. Das ist das Unentschieden. Adi und Alex safen das hier nochmal durch mit einem Hundertstel und holen hier das Draw raus. Starke Leistung. Sprung. Ach, Deutschland, die holt das jetzt. Ach, Deutschland holt das easy. Fighting Deutschland. Go, go. Let's go, Deutschland, let's go. Immer nur 6:5. Ungarn hier Wo ist mit eigentlich dem Speed Unit? Map-Punkt. Wo ist Speed Unit? Das ist eine gute Frage. Der Der hätte wird das das hier hier bestimmt, zerreißen, der ey, hätte auf das jeden hier bestimmt Fall. richtig rausgerissen. Oh, der erste Oh. Deutsche, das war. Wer war es denn? Adi, Adi, der ist wie doch in den da Hintern hart verschwunden, was tut er denn? gecrashed. Fällt ja allerdings nicht von der Map ab, sodass er die Map wahrscheinlich noch ins Ziel bringen kann. Das ist schön, das ist echt gut. Das ist das Wichtigste irgendwie, diese Das ist Map jetzt gerade das geworden. Wichtigste, ja. Auf jeden Fall. Ja, und Oh! Alex wird aber auch Alex nicht hier mehr die nächste richtig Runde hart sprengen. nochmal ebenso gesaved, war auch schon kurz vorm Abfliegen.
Mal schauen. Darkbringer jetzt hier auf Position 1. Muss das jetzt hier quasi ins Ziel bringen. Ja, Smog muss auch noch rankommen. Der muss einfach die beiden da kriegen noch. Und der scheint Bale eventuell noch zu kriegen. Kriegt er Bale? Kriegt er Bale? Oh nein, er kriegt ihn nicht mehr. Das war ein Hundertstel. Oh, das ist das GG. Und Ungarn holt die Speedmap. Und das ist das 19 zu 13. Gay, gay. Deutschland, nee. Aber nicht das Speedy. Alles Adi schuld. Naja, das wollen wir jetzt mal nicht. Und das wollen wir jetzt mal nicht so fortfahren. Ich denke mal, Adi hat hier eine gute Leistung gebracht. So als Ja, auf jeden Fall. einziger. Naja, generell kann man auf jeden Fall sagen, Deutschland overall mit einer guten, soliden Leistung, auch wenn sie jetzt im Auch wenn sie komplett das Speed, das Match umgedreht haben. Sie haben halt das verloren, wo wir gesagt haben, die gewinnen das bestimmt mit einem zu null oder so und haben das gewonnen, wo wir gesagt haben, das wird schwer. Ja, gut, Genau. Deutschland. Gut So kann man es natürlich auch machen. Gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie man muss. Wie es muss. Ja, auf jeden Fall alles in allem kann man sagen, Deutschland solide Leistung gebracht. Überraschend die Techmap eindeutig gewonnen, wo wir eigentlich auch davon ausgegangen sind, dass das das schwierigste Matchup wird. Hallo. Ah, Pratt. Ja, haben wir hallo. Auch, haben wir auch den Captain des Siegerteams jetzt mal im TS. Wollen wir erstmal unsere Glückwünsche an dich richten und dein Wieso Team. An ihn? Der ist überhaupt nicht gefahren. Mentale Unterstützung. Ja, ich habe das Ganze halt organisiert, ja. Das hat das alles mental gelenkt. Genau, genau. Hat er dann einfach gesagt, lass die Gegner ein bisschen täuschen, damit, indem wir das Speedmatch noch abgeben. Ja. Er hätte das 7 zu 0 verlieren sollen. Also, ich gebe das Lob gerne an die Tech-Fahrer und an das Dirt-Team weiter, aber das Speed-Team, die Leistung war doch sehr beschämend. Die laufen erstmal 10 Extra-Runden auf dem Sportplatz, so genau. ungefähr. Medizinbälle und Magat-Style beim Training. Genau. Aber läuft schon, ja. Ja, ich meine, gewonnen ist gewonnen. Position 1 in der Gruppe jetzt behauptet und das sollte das eigentliche Ziel gewesen sein. Ist die Frage, ob das jetzt so gut war, ne? Ja. Weil wahrscheinlich Frankreich Zweiter wird und wir dann direkt auf Frankreich treffen. Ich meine, Schweden wäre jetzt auch nicht gerade der leichtere Gegner ich gewesen. Ich glaube, Schweden wäre nicht der leichtere Gegner gewesen. Wäre vielleicht trotzdem machbar gewesen, wenn die Fullspeeder wirklich Gas geben würden. Nicht so wie heute. Ja. Ja. Da kommt man dann wieder zum Trainingseinsatz, ne? Sah ja nicht so aus, als wären jetzt alle gut vorbereitet gewesen. Sagen wir es mal so, trainiert wurde schon. Ja? Es war wahrscheinlich einfach die Konzentration weg, dadurch, dass ja eigentlich schon feststand, dass wir gewonnen haben. Ja. Ja, das ist halt wirklich. Ja, und dann wurde halt nur noch getrollt die ganze Zeit. Und das war dann schon so viel. War schon teilweise ein bisschen viel. Ja, war schon zu viel. Ich habe mich da auch ziemlich geärgert, als ich da die roten Autos habe wegfliegen sehen. Das muss besser werden. Auf jeden Fall. Wann gehen denn überhaupt die Playoffs los? Oder wann ist das nächste Match? Ich glaube nächste Woche Sonntag, ganz normal. Ist noch ein Gruppenspiel oder dann schon Playoffs? Das ist Playoffs, da am 30. Jahr das Finale gespielt werden soll. Also muss es nächsten Sonntag weitergehen. Okay, alles klar. Dann wisst ihr natürlich auch wieder, was ihr gucken sollt nächsten Sonntag. Wir werden dieses Match wahrscheinlich wieder übertragen. Wenn du kannst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Dann wirst du es übertragen. Dann werde ich es übertragen. Dann ist das auch schon mal geklärt. Genau. Ja, dann bleibt uns natürlich nur noch ein Dankeschön an die Zuschauer zu richten. Danke fürs Zuschauen. Folgt Dankeschön. Uns auf Facebook, Twitter. Folgt uns auf Twitch TV. Jetzt fangen erstmal die CPS-Matches an, ne? Genau. Wir casten natürlich heute auch noch um 20 Uhr die CPS für euch. Das werde ich wieder mit dem Pratt dann übernehmen. Mit dem Spitzenmatch Acer gegen Dignitas. Also das wird ein richtiger gar Kracher. Nicht so overpowered sind diese Season. Denn da ist ein anderes Team, was gerade ein bisschen durchdrückt. Ja? Welches ist es denn? WX3 hat unentschieden gegen Dignitas gespielt und hat gegen Acer gewonnen, ne? Gewonnen. Genau. Also da sollte man auch auf jeden Fall... Da sollte man wirklich die Augen offen halten. Und gegen die spielen wir gleich. Das ist stark. Aber wie man das so schön nennen kann, Acer gegen Dignitas, so das El Clasico des Fußballs im Moment, im Moment noch. Weil man ja sagen muss, viele Dignitas-Spieler sind ja auf der Dreamhack, deswegen fahren sie heute gar nicht mit. Also ich glaube, die fahren von da aus. Echt? Meine ich sogar. Also das geht. Ja, die haben da ihre PCs mitgenommen. Also da haben wir schon
so einiges gehört. Kayn, Insane und etc. und Konsorten sind auf der DreamHack mit ihrem PC und werden von da aus wahrscheinlich spielen. Also das wird wahrscheinlich auch eine tolle Starke Aktion, das Erfahrung. ist cool. Auf jeden Fall coole Aktion. Und wir werden sehen, wie sie von dort aus performen können. Also ob das ihre Leistung beeinträchtigt. Glaube, sie verlieren trotzdem. Meinst du? Ja. Also so auf LAN spielen kann zwar einen Schub geben, aber ich gehe davon aus, dass doch Acer ein bisschen sehr gut trainiert ist. Wenn Royal sich ein bisschen zusammenreißt, weil das, was auf der Tech Map war, war noch nicht das Beste vom Ei. Genau. Das Gelbe vom Ei, so rum. Ja, wir werden das auf jeden Fall natürlich in weniger als einer Stunde schon erfahren, wie sich die beiden Teams hier schlagen. Und bis dahin würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer Stunde wieder zum CPS-Match. Und bis dahin, macht's gut. Adel.